Heute möchte ich euch einmal eine kabellose Lichterkette vorstellen, die ich bei eBay für 26 Euro ersteigert habe. Es handelt sich hierbei um 20 Kerzen, die ich mit einer Fernbedienung ein- und ausschalten kann. Außerdem kann ich es einmal als Dauerlicht schalten und auch als Flackerlicht. So, diese Kerzen müssen also mit einer Mignon-Batterie bestückt werden. Einfach rein und dann hier das Gewinde wieder aufdrehen. So. Und schon ist die Sache perfekt. Nachdem ich nun die Batterien eingesetzt hatte, in die 20 Kerzen, waren 3 oder 4 Stück dabei, die nicht brannten. Es handelte sich also um einen schlechten Kontakt. Dies ist leicht zu beseitigen, indem ich hier mit einem spitzen Schraubenzieher oder Gegenstand den Kontakt etwas hochbiege. Dann schraube ich vorsichtig das Gewinde wieder auf und sollte darauf achten, dass das Gewinde schön gerade aufgesetzt wird und dann die Sache okay. So, und hier sind die Kerzenhalter. Die Kerze wird also einfach in den Halter reingedrückt und kann so an den Weihnachtsbaum befestigt werden. Das Schöne ist, man hat die Möglichkeit, die Kerze noch auszurichten nach allen Seiten, so damit sie schön gerade am Weihnachtsbaum sitzt. So wie ihr seht, kann man auch die Kerzen einzeln anmachen, beziehungsweise man kann sie dann die anderen dazu schalten und dann auch nochmal Dauerlicht. Lupe Horst wünscht euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.